Abend, meine Damen, Herren und auch Bretonen. Ich begrüße euch zu Warhammer, dem Let's Play Podcast über das Warhammer Fantasy Rollenspiel in der 4. Edition. Hört nun eine Folge aus dem Abenteuer Night of Blood, welches ursprünglich von Jim Bambra verfasst wurde und erstmals 1987 im White Dwarf Nummer 87 erschienen ist. Lindsay Law passte es an die 4. Edition an. Die deutsche Ausgabe wird wohl 2020 beim Onlineshop des Ulysses Spieleverlags erscheinen. Warhammer entsteht in Zusammenarbeit mit dem Greifenklaue-Block. Als Großschwerter treten auf Ingo Schulze spielt Reinhard von Hobelspahn, einen Adligen des Reichlandes. Christoph Dreistadt spielt Bartholomäus Wegmeister, einen ehemaligen Grabräuber auf der Flucht vor seinen Ex-Frauen. Johanna Weber ist Sophia Kleinkrug, eine frühere Weberin auf dem Weg zum Ruhm. Christoph Memmert spielt Kunz Torfstecher, den geheimnisvollen Rattenfänger. Und introducing Hendrik N. als Franz Kesselflicker, der ehemalige Flussbewohner mit hexenjägerischem Migrationshintergrund. Spielleiter Florian Schulz. Und hoffentlich irgendwann einmal selber als Spieler in seiner Rolle als Großschwert Markus Meyer. Die Gruppe der Großschwerter wurde auf ihrem ersten Auftrag nach Übersreik als Leibwache von Emanuel von Nacht entsandt. Doch müssen sie erst einmal in Übersreik ankommen. Die Straßen und Flüsse sind im Imperium die schnellste Art voranzukommen, aber nicht die sicherste. Und im Herzen der Menschen lauern schlimmere Schrecken als die Tiermenschen des Waldes. Bei Sigmar! Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Gut, los geht's. Wir befinden uns im Reichland, im Imperium. Und der Ort der Handlung ist, wenn wir ihn endlich erreicht haben, übers Reich. Und zwar eine Stadt im südlichen Vorbergland. Es ist das Jahr 2512 des imperialen Kalenders. Und der Imperator Karl Franz I. hat in seiner unendlichen Weisheit auf dem Reichstag in Altdorf in der Volkshalle verkündet, dass Graf Sigismund von Jungfreud einen Krieg von Übersreik aus plane und die Grafschaft der von Wallensteins überfallen will. Deshalb setzt der Imperator den Grafen ab und schickt eine Armee von 500 Altdorfer Soldaten nach Übersreik. Die Stadt wird im Handstreich genommen, die nicht geflohenen Anhänger der Jungfreuds an der großen Brücke als Verräter aufgehängt und die Verwaltung übernommen. Der Graf und seine Familie fliehen mit ihren Getreuen in die eigenen Ländereien und rüsten derweil weiter in ihren schwer zugänglichen Festungen. In der Stadt herrscht nun der Militäraufseher aus Altdorf, der General von Dabanik, der die Altdorfer Besatzungsmacht befehligt, und der imperiale Herold, die Dame Emanuel von Nacht. Der Bürgermeister und Stadtrat, der aus den Gildenoberhäuptern besteht, sehen nun ihre Stunde gekommen, aus der Stadt eine Freistadt zu machen. Jungfreud-Loyalisten planen eine Art Untergrundkrieg, um dem Grafen die Rückkehr zu ermöglichen. Und die Stadtwache wurde vom Jungfreudschen Truppen gesäubert und mit Altdorfer Soldaten aufgefüllt, die sich nicht in der Stadt auskennen. Dies hat dazu geführt, dass die Verbrecherfürsten in dieses Machtvakuum vorstoßen, um ihren Einfluss weiter auszubauen. Auch die kleineren Adelshäuser, ehemalige Vasallen der von Jungfreuds, wie die Brunners oder Aschaffenbergs, sehen die Möglichkeit, die sich bietet, um selbst die Führung als neuer Graf von Übersreik anzutreten. In diese geladene Stimmung wurde nun eine kleine Truppe, Trupp Hellgrau, der Karoburger Großschwerter entsandt, um für den imperialen Herold als Leibwache zur Verfügung zu stehen und um weitere Anschläge gegen das Leben von Emanuel von Nacht zu unterbinden. Ihr seid besagte Abteilung Karoburger Großschwerter, die Elite der Staatstruppen, zumindest in der Ausbildung. Ihr seid aus eurem ursprünglichen Leben zur Armee gewechselt, aus den unterschiedlichsten Gründen und in die unterschiedlichsten Einheiten, um zu vergessen, um vergessen zu werden oder einfach, weil euch nichts Besseres einfiel. Doch in der Armee sorgten eure Taten über die dienstliche Pflichterfüllung hinaus dafür, dass ihr für die Großschwerter vorgeschlagen wurdet. Auf der Burg Woldenberg habt ihr eure erweiterte Ausbildung gehalten, das Training am Zweihänder, der Kampf in einer Formation, in der 20 Mann wie wild mit einem 1,80 Meter Schwert herumwirbeln und den Kodex der Karoburger. Eure erste Position als Jungschwerter ist nun die einer persönlichen Leibwache für die Dame Emanuel von Nacht. Und ihr befindet euch auf dem Weg nach Übersreik, auf einer Flussbarke, auf dem Fluss Teufel. Und es stürmt.
Wer befindet sich auf der Flussbarke? Ich fange mal an. Auf der Flussbarke Bartholomäus Wegmeister, ein ehemaliger Grabräuber, inzwischen schon länger bei der Armee, auch schon zum Großschwert aufgestiegen und sucht gerade Ablenkung nach der letzten Scheidung. Franz Kesselflicker, aus einfachen Verhältnissen, ländlich aufgewachsen, Farmerssohn, hatte irgendwann die Schnauze voll und hat sich auf den Flüssen des Reichlandes breit gemacht, ist mal hier, mal dorthin gefahren, bis es ihm auch da zu langweilig wurde und er bei den erstmal beim Musketenregiment sich eingeschrieben hat. Und das Geheimnis kommt später. Genau. Und ist jetzt gespannt, wohin der nächste Auftrag ihn führen wird. Ja, und Kunz Torfstecher, der blaublütige ehemalige Rattenfänger, der aus noch nicht näher bekannten Gründen ebenfalls Zuflucht suchte bei den Großschwertern und am liebsten seine Vergangenheit vergessen möchte. Sophia Kleinkrug. Nachdem mein Bruder die elterliche Weberei übernommen hat, hatten sie mich bei einer Meisterin in die Lehre gegeben. Die mochte ich echt sehr, aber sie ist verstorben. Und jetzt habe ich eigentlich mit dem Weberhandwerk nichts mehr am Hut und muss mich ablenken. Ich versuche deswegen, in der Armee Ruhm und Ehre zu finden. Erst beim 38. Reichländer Schwertkampfregiment und jetzt bin ich zu den Jungschwertern gewechselt. Und Reinhard von Hobelspahn, der in die Welt auszog, um mehr von ihr zu sehen, und erst dem 16. Reichländer Schwert- und Schildregiment angeschlossen war, dort den eigenen Anführer schlug, nachdem er auf seinen eigenen taktischen Tipp hörte, den Titel Champion bekam und sich jetzt den Großschwertern überantwortet hat. Sehr gut. Und Spielleiter extraordinär. So, ihr befindet euch auf dem Fluss Teufel und fahrt flussaufwärts in Richtung Übersreik. Das kriegt ihr hin, indem vorne an Steuerbord, das heißt rechter Seite, am Flusskahn ein Gespann aus zwei Ochsen per riesigem Seil befestigt ist und die Ochsen gehen an der Böschung und ziehen quasi den Kahn flussaufwärts. Das ist insofern recht einfach, wenn es nicht stürmt und nicht regnet, was es im Moment wie aus Eimern tut, und den Teufel herunter, lauter Treibgut, Äste und Baumstämme heruntertreiben, denen der Flussschiffer alle Augenblicke ausweichen muss. So, der Flussschiffer flucht schon eine ganze Weile, da das alles immer durcheinander und wilder wird, und er scheucht seinen jungen Matrosen, Hans, bring das Segel ein! Hans versucht, das Segel einzubringen, aber eins der Taue reißt, schlägt Hans ins Gesicht und Hans fällt in den Teufel. Oh nein, ich ziehe meinen Kürass aus und versuche, Hans zu retten. Ich springe hinterher. Also, du gehst. Also, erstmal Kürass ausziehen dauert eine Weile. Ja, als du die Riemen gelöst hast und an der Böschung stehst, siehst du, dass Hans schon komplett nicht mehr zu sehen ist. Der Käpt'n murmelt vor sich hin. Oh, Hans! Ich probier's trotzdem. Ich hab ihm gesagt, er soll schwimmen lernen. Ich probier's trotzdem. Kleinkrug, lass ihn! Was der Teufel sich nimmt, holt sich der Teufel! Das kann doch nicht sein, ich springe trotzdem. Wir müssen lieber gucken, dass wir hier den Baumstämmen ausweichen und das Segel einholen! Ja, mach dir das mal! Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann, ich guck mal nach. Pack mal so zu. Sophie, das. Kleinkrug, das wäre keine gute Idee! Schade, du schwimmst. Warum nicht? Das gehört nicht zu eurem. Er ist tot oder ans Ufer gespült, aber. Und das ist jetzt schon mindestens eine Seemeile her. Na, scheiße. Vielleicht auch beides. Ich zieh den Kürass wieder an. Sehr gut. Der Kapitän beäugt dich aus einem Augenwinkel. Und steuert derweil unter größten Kraftanstrengungen das Ruder nach Steuerbord und Backbord, um weiteren Brocken auszuweichen, die den Teufel heruntergespült werden. Das Ochsengespann, das ist eigentlich gut trainiert und wird gezogen. Aber vielleicht müsste einer von euch das irgendwie antreiben, dass die Tiere nicht durchgehen. Oder einer von euch bleibt hier und hält das Ruder fest. Kannst du sowas nicht gut? Du kennst dich doch mit sowas auch. Von Hobelspahn, das ist doch genau dein Metier. Ich dachte eigentlich, Wegmeister, Tiertreiber. Ja, von mir aus mache ich das wohl. Hier, er hat doch einen Hund, das ist doch das Gleiche, oder? Ja, ich versuche da mal. Wie komme ich denn da jetzt runter?
Lass bloß Bernie in Ruhe. Also man kann, Bertie, meine ich. Er kann sehr nah ans rechte Ufer steuern. Dann könntest du ins Wasser springen und ans Ufer schwimmen und dich dann vorne um das Ochsenfuhrwerk. Ja, dann ziehe ich meinen Schuh das halt wieder aus. Gut, während wir alle zugucken, während Frau Kleinkrug ihren Küras wieder auszieht. Ja, der Sturm geht unvermindert weiter. Die Barke hat auch nur in der Mitte eine Art aufgespanntes Tuch, was den Regen abhalten soll, was dazu führt, dass ihr schon nach kurzer Zeit durchgenässt seid. Gibt es ja vielleicht so eine Art Flussstangen oder sowas, dass man vorne an den Bug geht und dann sozusagen... Ja, es gibt einen Boothaken. Ja. Genau, dann schnappe ich mir den und würde mal vorne gucken und versuchen, die größten Sachen, die da auf uns zukommen, abzulenken sozusagen. Gut, das machst du und unterstützt das Schiff. So, Sophia ist derweil, also er steuert sehr stark ans rechte Ufer. Da ist nur eine Entfernung von 3-4 Metern. Mhm. Die Flussbarken des Teufels und Reichs sind extra mit einem flachen Rumpf gebaut, sodass man noch in sehr flachem Wasser fahren kann. So, du springst ins Wasser und schaffst es auf die kurze Strecke, trotz des stark fließenden Teufels ans Ufer zu ziehen und bist nach kurzer Zeit vorne bei den beiden Ochsen. Okay, das muss ich würfeln, ob ich die dazu kriege. Oder kann man die... Naja, die Idee, also... Mädchen, die Ochsen sollen weitergehen, nicht, dass sie durchgehen. Okay, dann mach also, mal. Was mache ich mit denen? Hast du... Tiere bezirzen? Tiere bezirzen. Da habe ich den bloßen Willenskraftwert. Dann, Von sagenhaften 33. Bringen sie durch per Gedanken. Bringen sie mit einem harten Willen dazu. Ja doch, ich nehme die. 33 ist gar nicht schlecht, wenn man keine Punkte... 37! Oder 73. Das wäre jetzt 0 Erfolgsgrad. Wir haben es gelernt. Ja, 37. 0 Erfolgsgrad und verkackt auch noch. Ich bin 4 drüber. Richtig, weil das ist eine dramatische Probe. Ja, die Tiere lassen sich von dir nicht beruhigen. Kann ich da noch irgendwas einsetzen? Habe ich Glück und kann... Du könntest Glück einsetzen, um den Wurf zu wiederholen. Ja, das mache ich. Aber 33. Ich glaube, das besser wird. 69. Das heißt, wie oft kann ich das probieren? Ja, jeder Wurf darf nur einmal wiederholt werden. Ah, okay. So, du musst einen von deinen Glücksmarkern beiseite legen. Tu ihn zu mir. Lass das mal jemand machen, der sich damit auskennt. Ja. Wollte ich ja. Ich ziehe mein Kürass aus. Du wolltest die Ochsen beruhigen, aber anstatt sie zu beruhigen, hast du sie nur angestachelt und mit erneutem Elan werfen sie sich nach vorne. Jungs, über die Strecke. So war das nicht gemeint. Ein Ruck geht durch die Barke, als die Ochsen mit neuer Energie ziehen. Und ihr hört ein gefährliches Knarzen, was von dem Tau kommt, an dem die Ochsen befestigt werden. Kleinkrug, was machst du denn da? Kann ich noch mein Tier probieren? Los, mit Rüstung rüber. Ich halte die an der Stange rüberklettern an. Ich halte sie. Wegmeister, was meinst du? Wer schläft das erstes ab? Schwierig. Sollen wir wetten? Ich habe Tierpflege dabei. Sagen, schön, dass wir die Hälfte schon den Epilog nicht überlebt. Ich kümmere mich um seinen Hund. Hättest dich ich kann nicht mit dem Haken sonst rausziehen. Stimmt. Ich setze 10 Kupferstücke auf die Ochsen. Wie weit sind wir denn jetzt am Ufer? Noch entfernt? Also er hat wieder etwas in die Mitte gesteuert, um besser den Trümmern ausweichen zu können. Ja, eure Diskussionen werden je unterbrochen, als ein Baum umbricht, der am Ufer wächst. Und direkt mittig auf das gespannte Tau fällt, was sofort reißt und in Richtung der Barke schnellt. Oh, ich halte die Ochsen fest, damit sie nicht abhauen. Die Ochsen sind noch Beschleunigung. Das würde ich gern sehen. Ochsen. Okay, ich hänge an den Ochsen und lasse mich ziehen. Wir sehen uns dann übers Reik. Also, kauft mir neue Stiefel. Du drehst dich nach links um und siehst die Barke, die von der Strömung ergriffen flussabwärts fährt. Unkontrolliert. Ist das die richtige Richtung? Nein. Sein können. Von der Barke aus guckt dich der Kapitän und deine 4 ehemaligen Kameraden mit ihren hellen grauen Augen. Ich winke. Anker, haben wir einen Anker? Ja, aber der wird uns den Bug abreißen. Also, ohne die Ochsen ist die Flussbarke unkontrolliert, weil halt sie ist gegen das Flusswasser, also gegen die Fließrichtung gespannt. Von vorne kommt Trümmer. Und der Kapitän versucht schmerzverzerrt, das Ruder unter Kontrolle zu halten. Ich versuche ihm zu helfen dabei, wenn er Schwierigkeiten haben sollte. Wenn ich sehe, okay, es ist zu anstrengend für ihn oder zu schwer, dann... Ja, es ist zu schwer für ihn. Dann springe ich dahin und versuche ihm dabei zu helfen, das Schiff wieder
in die richtige Richtung zu drehen, dass wir nicht abdriften und uns die quer die Bäume erwischen. So, dann sag mir mal, was für einen Stärkewert du hast. Oder nee, Athletik. Athletik, 48. 48. Dann würfel ich jetzt daheim. Ja, ich habe mir 2 10. Sehr gut. Also auf der Barke wird erstmal Szenenwechsel durchgeführt. Sophia Kleinkrug wird von 2 Ochsen in Richtung übers Reich gezogen. Richtig. Deine Stiefel schlittern über den matschigen Boden. Ja. Und die Ochsen haben sich nach ungefähr 2 Meilen beruhigt und bleiben stehen. Okay, ich wende das Gespann und laufe zurück zu wo auch immer das Boot jetzt ist. Also, du bist dabei, die Ochsen dazu zu bringen, umzudrehen. Ich hoffe, bin ich das? Soll ich würfeln? Nein, du bist dabei. Okay. Die haben sich beruhigt, das Wetter setzt ihnen noch zu. Da plötzlich stellen die Ochsen wieder die Ohren auf, denn du hörst rechts aus dem dunklen Reichwaldforest ein tierisches Geheul. Oh, ruhig bleiben, Jungs. Wir gehen einfach zurück zu den anderen. Du kannst ja mal... einfach nicht hinhören. Du kannst versuchen, auf Überleben oder Wissen Reichland zu würfeln. Es ist eine einfache Probe. Reichland habe ich nicht. Überleben vielleicht. Nein. 59 nach 40. Also du denkst dir, ist ein seltsames Geheul. Außer meinem Dolch habe ich nichts dabei. Wenn ich ins Wasser springe, gehe ich machen aus. Richtig. Ja, du bringst dazu die, also du versuchst die Ochsen dazu zu bringen, weiter wieder den Weg herunter zu gehen. Ja. Doch du merkst, dass die Augen der Tiere immer weiter werden und sie offenbar irgendetwas gewittert haben, wovor sie wahnsinnige Angst haben. Naja, es wird schon kommen. Was soll ich da jetzt reinlaufen? Hier draußen sehe ich doch viel besser. Ich bleibe auf dem Weg, ich gehe nicht gucken. Also du gehst mit den Ochsen in Ochsengeschwindigkeit? Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mich draufsetzen. Das macht's nicht schneller. Wieso? Wir könnten einfach abhauen. Ich meine, reiten vielleicht. Die Ochsen sind auch zu Fuß. Ja und? Die sind noch aneinander gebunden? Ja, die haben vorne so ein Joch. Oh, ich nehme den linken. Nein. Aber ein Pass. Ich 77, aber ich hätte 33 gebraucht. Sehr gut. Du rutscht vom Ochsen wieder ab. Ich halte mich fest und sage, Gas, Jungs, Gas. Ja, das Mu der Ochsen wird aber unruhiger. Du hörst wieder aus dem Wald ein tierisches Gebrüll, was von einem anderen Tier offenbar aufgegriffen wird, was okay. Zusätzlich brüllt. Lauft schneller, Jungs. Ich halte mich einfach am Joch fest. Also die Ochsen gehen an einen leichten Trab. Ja, sehr gut, sehr gut. Attacke, Jungs. Das geht eine Weile so weiter, bis du dann aber ein weiteres tierisches Gebrüll hörst. Meine Armstiefel. Was schon noch näher ist. Ich könnte nochmal versuchen aufzusteigen. Könnte es auch laufen. Ich könnte mich auf das Joch setzen. Zwischen die Ochsen. Womit mache ich das? Ich glaube, das wäre Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Allerdings werden deine Gedankenspiele durchbrochen. Ja. Als auf der Straße hinter dir irgendeine übermenschengroße, tierartige Gestalt auf den Weg bricht. Oh, das Scheiße. Und du gelbe Tieraugen siehst, die in deine Richtung blicken. Weiß ich, was das ist? Das ist ein Tiermensch. Ja, ich will nichts von ihm. Das ist nicht selbst. Ich versuche trotzdem, mich auf das Joch zu setzen. Der Tiermensch schnüffelt im Wind. Kann er ja machen. Geschicklichkeit oder Athletik oder... Also als Reichländer weißt du natürlich, dass die dunklen Wälder von Tiermenschen bewohnt werden, den ausgestoßenen Mitgliedern der mutierten menschlichen Gesellschaft. Ja, trotzdem möchte ich nicht mit ihm sprechen. Laufen wäre vielleicht gut. Die Ochsen können schneller sein als ich. Ich kann nur auf kurze Strecken schneller sein als die Ochsen. Ich versuche wirklich nochmal darauf zu kommen und den Dingern die Sporen zu geben. Dann versuch's. Was ist das jetzt? Kann ich das mit Athletik machen? Da hätte ich die besten Chancen, glaube ich. Naja, du hast deine Tiere bezirzen, oder was ist das? Tiere bezirzen kann ich auch. Ich muss aber auch noch aufsteigen, wenn reiten. Sie traben. Ich reiten, will mich, ja. Reiten kann man aber nur machen, wenn man es hat. Ich will mich auf das Joch setzen, oben drauf. Ach so, reiten? Ja, aber da reiten eben nicht geklappt hat. Ja, ich weiß nicht, ob auf einem Joch sitzen einfacher ist. Ja gut, ich probiere noch mal reiten. Wenn er nicht klappt, dann kann ich ja vielleicht noch einen Glückspunkt einsetzen. Ja, ich versuche das nochmal.
Ja, ich reite mit 26. Und jetzt mache ich Tiere bezirzen und sage, Jungs, schneller. Das musst du den Ochsen gar nicht sagen, denn die haben so. Den Tiermenschen auch gesehen. Okay, ich könnte auch Tierpflege machen. Tierpflege. Du streichelst die Ochsen. Es wäre gesünder, sie, wenn ihr jetzt schneller laufen würdet. Während sie wie von Korn gestochen den kleinen Weg herunter galoppieren. Sehr gut, ich halte mich fest. Das ist gut, denn der Tiermensch hat gerade Gesellschaft bekommen. Einen zweiten Tiermenschen, der stark aussieht wie ein gigantischer Hund mit einem männlichen Oberkörper und Hundebeinen. Man muss sich entscheiden, Jungs. Hund die oder beide Mensch. Liebe Verfolgung aufnehmen. Schneller. Schneller, Moritz. Schneller. Moritz gibt alles, was er kann. Hinter der nächsten Flussbiegung siehst du die Barke. Und den Baumstamm? Ja. Muss ich springen? Nein, der Baumstamm befindet sich in der Barke, denn die Barke ist unglücklich gegen die Böschung gekracht in mehrere aufgeschäumte Bäume, die dort aufgebahren waren. Trotz der Unterstützung von dem Herrn Kesselflicker, dem im letzten Moment die Hände abgeglichen sind, ist die Barke komplett in die Steuerbordseite gekracht und erst einmal dabei halb zu sinken. Ja, genau. Runter von dem. Runterspringen auf jeden Fall, ja. Genau. Und natürlich die Ausrüstung mitnehmen. Ja. Denn nimm mein Kühler mit. Habe ich ja meine Zweihänder jetzt nicht unbedingt mit gehabt. Halt dich fest, Ernie! Meinst du den Zweihänder oder den Hund? Den Hund. Das ist Bert. Der Zweihänder ist Bert. Ja. Gut, das heißt, die auf der Barke springen von der Barke runter mit ihrer Ausrüstung. Mhm. Ja. Boah, so fies Ausrüstung. Sehr gut. Ich bin hier der große Starke. Der große Starke sieht auch, oder ihr alle seht Sophie auf dem Ochsengespann den Trampelpfad in eure Richtung galoppieren. Sehe ich die schon? Ja. Da hinten sind Tiermenschen. Mindestens zwei. Was? Jetzt nicht. Habe ich ihnen auch gesagt. Wie ungünstig. Ich will nichts von. Vollkommen. Sowas aber auch. Was macht denn der Kapitän? Ist der noch bei Bewusstsein oder hat es den irgendwie erwischt? Der ist bei Bewusstsein und er jammert über sein Leben. Mein schönes Boot! Runter hier, Captain! Er ist der doofe Hans und jetzt mein Boot! Das ist alles deine Schuld! Was? Wir suchen keinen Schuldigen, wir suchen die Lösung. Erstmal an Land kommen. Ruhst du galoppierend? Ja, rufe ich. Das ist mein Boot! Das lasse ich auf keinen Fall alleine! Das ist kaputt! Ich glaube, es wird du sinken. Du reitest. Wir sollen sinken. Wir sind auf Grund gelaufen. Er hat mich beschuldigt. Den lasse ich jetzt im Stich. So, ich springe über Bord und versuche ans Ufer zu. Ich springe auch über Bord. Ich werfe die Ausrüstung über Bord und kehre zurück. Captain, sieh mal so runter. Versuch ihn mal. Dazu bewegen Richtung Ufer. Dann machen wir einen gegenseitigen Stärkewurf. Der Captain war mehrere Jahre auf See und hat eine Stärke von 45. Ah ja, ich auch. Das ohne auf See zu sein. 45. Ich habe 74. Es nicht geschafft und mit minus 3. In Erfolgsgrad. Sehr gut. Du schiebst den Captain vom Boot. Mit den besten Arm-Wrestle-Techniken. Mit einem gekonnten Griff schiebst du ihn über die Reling. Er landet im Matsch des Weges. So, derweil kommt Frau Kleinkrug in Maximalbeschleunigung auf einem Ochsengespann die Straße runter. Kann ich bremsen? Ja. Gut, ich bremse, ich steige ab. Hier, das Schwert. Ja. Okay, das mit dem Kühler schaffe ich nicht mehr, bis die da sind, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann lasse ich das. Du hast was von Tierwäldchen gesagt. Verteidigungsstellung. Ja. Mach die Schildkröte. Torfstecher hebt einen Graben aus. Errichtet die Zelte, baut eine Palisade. Hat gut. Der Captain eine Waffe? Die Tiermenschen nochmal? Ja. Okay. Wie viele Kilometer entfernt sind die so? Ja, die Tiermenschen könnt ihr auch sehen, denn sie kommen auch gerade um die Biegung und es sind mehr geworden. Ich werde die überflüssige Ausrüstung, die ich nicht brauche zum Kämpfen, mal ablegen. Also die werde ich im Gras liegen lassen irgendwo. Genau, so Biegung gesagt. Ja. Wenn man sich in die Biegung stellt, hätte man da vielleicht einen taktischen Vorteil, wenn man die sozusagen, wenn die von da kommen, dass man sie gleich nach da weiter in den Fluss geleitet sozusagen. Also, hier befindet sich der Fluss. Hier steht, gib mal eure Püppchen her. Oh, wir haben keine Ochsenpüppchen. Die Ochsen müssen wir uns vorstellen. Also, hier ist der Fluss. Hier ist die Barke. Ihr seid gerade von der Barke runtergesprungen.
Und circa in 50 Meter Entfernung nähern sich zwei Tiermenschen. Und begleitet werden sie von einer Gruppe mutierter Menschen. Oh, bei Sigma! Nieder mit diesem Mutantengezücht! So, die Mutanten kommen immer näher und ihr könnt immer mehr gräuselige Einzelheiten erkennen. Hier nicht. Ja, wir haben ja wahrscheinlich so eine Verteidigungsstellung. Ist das wahrscheinlich eine Verteidigungsreihe? Oder ist der Weg dazu breit genug? Oder? Ja, ja, der Weg ist breit genug. Die Verteidigungsstellung ist eigentlich, dass die erste Reihe so ein bisschen Abstände lässt, damit die zweite Reihe zuschlagen kann. Ja, klar. Wir von Hobelspan, wollen wir vorrücken oder wollen wir warten, bis sie da sind? Ich würde sagen, wir rücken mindestens 10 Meter vor. Normalerweise sind in der, also bei 5 sind in der ersten 3 und ja, in der zweiten Reihe 2. Zwei Lücken, das würde Sinn machen. Wie? Andersrum meinst du? Ja, so rum. Wer macht denn die erste Reihe? Ich. Ich glaube, ich sollte auch mal die erste Reihe, weil mit ein bisschen besserer Rüstung und. Ja, genau, hast recht. Komm. Ja, ohne Rüstung sollte ich jetzt vielleicht tatsächlich hinten bleiben. Ich stehe ja schon vorne. Das bist du? Ja. Hast du deine Rüstung eigentlich an oder aus? Du wolltest gerade schwimmen. Ja, ich wurde aber ja zurückgehalten. Vorrücken, mindestens 10 Meter, damit wir Weg im Rücken haben. Marsch. Alles klar von Hobelspan. Und Schritt und Schritt und... Im Gleichschritt, in Formation, bewegt ihr euch nach vorne. Die Tiermenschen scheinen davon unbeeindruckt zu sein, genauso wie die Mutanten, die weiter auf euch zustürmen. Ja, das wird sich noch ändern. Der erste der Tiermenschen ist ein Gor. Und zwar hat er einen widderartigen Kopf, ein Gor, mit Hörnern. Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen ausgewachsenen Tiermenschen. Ja, es gibt Gore, Ungore und Bestigore, und das ist dann noch eine Nummer größer. Richtig. Der zweite Tiermensch hat einen hundeartigen Schädel, einen menschlichen Oberkörper und Hundebeine und eine sehr hohe Geschwindigkeit. Und die anderen Mutanten. Das eine ist ein Mensch mit antennenartigen Augen, die aus seinem Schädel herauskommen. Antenne! Mentis. Der zweite hat Tentakelarme, die wild um ihn schlagen. Die anderen Mutanten, also der dritte Mutant, sieht aus, als ob Stücke des verfaulten Fleisches abfallen würden. Da, wo das Fleisch nicht abfällt, wächst ihm ein dickes Fell und er ist mit einer Keule bewaffnet. Und der vierte Mutant hat am ganzen Körper Federn, die überall aus seiner alten Kleidung herausstoben. So, Initiative. Nehmen wir jetzt den Festwert, ne? Haben wir gesagt, oder was? Oh, wow. Ja. Müssen wir weniger würfeln. Festwert, Initiative. Oder Moment, ich schreibe erstmal mich auf. Dazu kommt ja eh noch dieses schnell und langsam, falls das irgendwie. Ja, wir sind langsam, würde ich sagen. Nein, da kommt auch die Kampfstellung noch an. Ja, wenn. Ja, ich habe ja jetzt erstmal so in normale Kampfstellung oder defensiv das Halbschwert. Achso, stimmt. Aber. Ja, dann normal. Das war normal, ne? So, dann sagt mir mal eure Initiative. Ich wäre 40. Ist das in oder i? I. Mhm. I, 38. Ich bin der Letzte. So, Moment, 40. 32. Hubel. Achso, von Hubel. 32. Kleinkrug, 38. Wie weißt du, war das bei mir? Meldung ohne Name und Dienstgrad, ne? Dorfstecher 34. Kesselflicker 25. Du kannst auch in die langsame Stellung gehen. Ja, ist bei mir kein Unterschied. So. Der Mutant mit den Antennenaugen hat auch Initiative 40. Wegen der Antennenaugen. Richtig. Und die anderen haben alle 30. Das heißt, von Hobel, Kleinkrug und Torfstecher und Wegmeister sind vorher dran. Also, erstmal von Hobel. Mhm. Ja, wie ist die Distanz so? Ist jetzt auf 20 Meter. Wir sind ja noch viel zu weit weg. Für einen Sturmangriff war
Gehen wir noch nicht so diesen Sturmangriff entgegensetzen zu können, ne? Das war irgendwie Talent, glaube ich, ne? Ja. Nein, ja, richtig. Also für einen eigenen Sturmangriff musste man zwischen, was waren das, Bewegung und Rennen, war die Entfernung. Das heißt, das ist noch zu weit. Dann bleiben wir erstmal in Stellung, würde ich sagen. Aber ja, genau. So, Torfstecher, also, genau. Der mit den Antennenaugen ist als zweites dran. Stürmt aber nicht weiter vor, sondern bleibt bei seinem Pulk. Sehen wir Fernkampfwaffen? Nein. Okay. Die haben eine Mischung aus Keulen, Knüppeln. Der Gor hat eine Art rostiges Schwert und der Hunde-Mutant scheint klauen und beißen zu wollen. Also mit seinen Klauen zu kämpfen und durchbeißen zu wollen. So, bei Initiative 30 bewegen, habe ich im Movement 4. Was ist denn, wenn die rennen, dann gehen die auf 16. Also, die stürmen weiter auf euch vor. Der Hund, der hat nichts gemacht, das ist Antenne. Der mit den Hundebeinen hat aber eine wahnsinnige Geschwindigkeit und springt direkt das Großschwert links außen an. Das ist nicht, glaube ich. Sehr gut. So. Das bin ich, glaube ich. Ach, oh, stimmt, ich bin da hinten. Nee. Du bist in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Cool. Wer hat mich denn dahingestellt? Von Hobel wollte wieder in der Mitte der Formation sein. Ne? Ja, kriegt er am wenigsten ab, ne? Genau. Durch den Sturmangriff hat er einen Vorteil. Was am meisten kriegt man noch, dachte ich. Guck mal, von wo du angegriffen werden kannst. Du kannst ja nur von vorne angegriffen werden. So, der Hund. Die Feinde kommen ja auch von vorne. Der Arm muss mal drüber nachdenken. Ja, besser wäre. Wie ist das jetzt mit der Reichweite? Richtig. Ist jetzt, weil er ist ja. Innere Linie. Ach, stimmt. Wenn er auf lang ist, prinzipiell. Genau. Seine Reichweite ist eigentlich mittel. Das heißt, solange er auf der Entfernung gegen dich kämpft, hat er minus 10 auf seine Proben. Ja. Er könnte jetzt einen Vorteil ausgeben, um halt auf kürzere Entfernung zu kommen. Um eine Entfernungsstufe zu verringern. Aber hat er ja noch nicht. Einen Vorteil hat er durch den Sturm. Ach, der gibt einen Vorteil. Der gibt einen Vorteil. Aber er benutzt den Vorteil jetzt einfach direkt, um anzugreifen. Weil es gibt ihm, der eine Vorteil gibt ihm sowieso plus 10. Dann muss er den dafür jetzt nicht ausgeben. So. Und jetzt kann er sagen, was er macht. Also parieren oder ausweichen. Naja, ich halte natürlich dagegen. Pariere, ne? Gut. Moment. Ja, genau. Also, ich habe ein Kampfgeschick von 45 und benutze meinen Vorteil, dadurch hätte ich 55. Weil du aber die größere Entfernung hast, bin ich auf 45. Nur der Würfel 45. Also ich würfle 0 Vorteile. Ja, ich habe 3 Nachteile. Das heißt, ich treffe dich. Ich habe 0 Vorteile, das heißt, ich mache mit den Klauen 6 Schaden. Achso, 45 auf 54. Okay. Ist das gleichzeitig die Trefferzone? Ja, Körper. Also andersrum, Trefferzone. 6 Schaden, dann kommen 2 durch. Ah! 6 kommen noch 2 durch, da kann doch gar nichts durchkommen, oder? 3? Hast du nur einen Widerstand? Achso, ich krieg ja noch den Widerstand. Nee, einer kommt durch, du hast recht. Also einer kommt immer durch. Ja. Ich habe den Widerstandsbonus vergessen. Sehr gut. Und ist. Ach, die Rüstung addiert sich. Das heißt, am Körper hat man sogar... Nee, nein, 3 hat man noch. Passt doch. Ja. Körper müssen wir... So. Nee, 3. Und er benutzt seinen Vorteil, um in dieser Runde noch eine Bissattacke durchzuführen. Und versucht dich auch noch zu beißen. Die ist jetzt aber, dadurch, dass er den Vorteil nicht mehr hat, normalerweise 45, du hast die größere Reichweite 35. Nee, Moment. Er kriegt durch einen erfolgreichen Nahkampfangriff 2 Vorteile. Mhm. Er benutzt einen Vorteil, um zu beißen. Und dann ist er wieder bei 45. 58. Das wäre dann ein Nachteil. Man kann Vorteile nutzen, um nochmal zugreifen? Oder? Wenn die Mutanten sowas wie beißen oder klauen oder einen Schwanz haben, dann können die das damit machen. Okay. Ich kann aber dagegen wieder parieren. Ja, ich muss mir gerade überlegen, was ich holen muss. Das ist noch parieren, das Kampfgeschick oder? Moment, 58. Ja. Also ich habe minus 1. Ich habe minus 3. Sehr gut, das heißt, er trifft dich mit 2 auf der 85.
Das ist mein linkes Bein. Gott sei Dank ist das gepanzert. Du beißt in die Panzerung rein. Ich nehme alles zurück, was ich über linke Rüstung gesagt habe, behaupte das Gegenteil. Also, der hundeartige Tiermensch verbeißt sich in deinem linken. Anders hätte auch nur einen Schaden gemacht. Schienbeinschoner macht auch einen Schaden. Ja, okay. Ohne Panzerung. So, jetzt sind Wegmeister. Nee, Kesselflicker ist noch dran. Ach ja, nachher. Alles klar. Der ist der immer noch auf lang oder ist er jetzt kürzer dran? Ich habe jetzt gerade. Nein, der hat nicht die Entfernung verkürzt. Also prinzipiell kann ich ihn sozusagen kurz abschütteln vom Bein und ihm dann mit dem 2 in 1 überbraten. Ja. Sehr gut, mache ich doch glatt. Muss ich irgendwas. Nö, aussuchen? Nö, ich hau einfach auf. Ja. Ein Erfolgsgrad. Ich auch. Das heißt, nix. Mit seinen Klauen schafft er es, deine anschlagende Klinge abzuwehren. Mhm. Hat er jetzt einen Bonus von 10 durch den Vorteil? Oder was? Ja. Aber er hat auch einen Bonus von 10 durch... Nein, ich habe nur den Nachteil, wenn ich versuche, ihn zu hauen. Durch die Entfernung. Ach so, okay. Und ich habe keinen, weder Vor- noch Nachteile. Ich habe sogar 2 Vorteile. Ja. Dadurch, dass ich noch... Du hast so einen ausgegeben. Ja, aber ich hatte noch den hier. Ich habe einen ausgegeben, um zu beißen. Ja. Also ich hatte einen, habe angegriffen, habe 2 bekommen. Also einen dazu. Dann wieder einen ausgegeben und zu beißen. Jetzt bin ich bei einem. Das heißt, ich pariere jetzt nicht mit 45, sondern mit 55. Achso, der hat einen Grundwert von 45. Richtig. Ja, okay. So, Runde vorbei von Hobel. Kann man ja nicht. Welches von denen ist der Vogel, Mensch? Sekunde. Müsstet ihr mal. Vogelmensch ist Pistole. Okay. Das heißt, er hat eine umgedrehte Pistole, mit der er nach euch schlägt. Die Pistole ist richtig viel wert, ey. Voll durchgeladen und alles, aber. Im aktuellen Zustand der Pistole taugt sie höchstens noch als Feuerholz. Ja, oder als Keule. Dann würde ich sagen. Ein gezielter Wurf. Geschlossene Formation vorwärts! Und stürme hier an den Tierschaden. Ja. Schlage zu. So, du bekommst einen Vorteil. Sturmangriff, ein Vorteil. Das heißt, drehe deinen Vorteilwürfel auf 1. Das ist meiner. Jawohl. Reichweite müsste auch größer sein. Ja. Hättest du also, Glück einsetzen können, ne? Du bekommst dafür nichts. Ja, aber. Aber der Gegner bekommt ja noch 2 okay. Du bekommst auf minus 10. Ja. Mhm. Das ist meine Chance, das ist ja schon gut, wenn ich überhaupt treffe. Achso. Ja, was ist der 10er? Das ist die Kombination. Das ist jetzt viel besser. Also du hast momentan... Jetzt habe ich minus 2. Das hast du jetzt nochmal gewürfelt. Ich hätte ihn erst würfeln lassen wollen, ne? Ha, verflucht. Wahrscheinlich. Also, ich habe minus 2, du hast mindestens minus 3. Minus 4. Das heißt, Not schlägt Elend. Mit, was ist der Unterschied? 2. Ach, genau. Folgendes. Also, dein EG ist jetzt 2. Deine Einsatzstelle ist aber 8. Mhm. Das heißt, du könntest durch die Fähigkeit des Großschwertes die 8 benutzen als Stärkebonus, als Bonus für Schaden. Ach genau. Mhm. So, dann rechnen. Was war das, verwundend oder was? Ja. Mhm. Das heißt, das ersetzt den Erfolgsgrad. Ja. Das heißt, nimm deinen Stärkebonus. Der wäre 4 plus 5 plus 8. 17. Also 17. So, 17 minus Toughness lässt genau nicht mehr viel übrig. Also ein schwerer Schlag mit deinem Zweihänder trifft den Gor. Einmal quer über seinen Körper. Blut spritzt und der Gor taumelt nach hinten. Ach warte, Rüstungsschutz. Rüstungsschutz 2. Ein bisschen was wird von seinem Fell abgehalten. Achso, wo triffst du ihn denn überhaupt? Das wäre dann 78, umgedreht 87. Linkes Bein. Ja, das geht auch. Aber da hat er keinen Panzer. Er ist überall gleich befällt, aber an seinem linken Bein ist ein wenig das Fell abgeschnitten worden. Hat sich die Beine rasiert. Hat dieses, was war Durchschlagen nochmal? Ist das das Reduzieren von Rüstung? Im Englischen Hacking. Hack and Slay. Ja, apropos, wo komme ich denn gut dran? Dieter Hacking. So, der Antennenäugige stürzt seinen Kumpel hinterher, kommt aber noch nicht in Reichweite. Achso, kurze Frage, kriege ich noch irgendwie einen Vorteil? Durch ja, du kriegst einen Vorteil. Also du hast einen erfolgreichen Nahkampfangriff durchgeführt, du bist auf 2. Mhm.
Kleinkrug. Komme ich irgendwo dran, ohne dass ich weit laufen muss? Also wo kann ich diese Runde schon wirken? Hilf mir! Und, links und rechts wirken. Ja, denn den da, der steht doch da gerade. Guck mal, der da. Ja, genau, da jetzt. Jawohl, ja, zugreifen. Allerdings könntest du... Ach, ich stehe da jetzt praktischer gerade. Tipp, der kann besser parieren. Wenn du den tötest, kannst du gleich noch einen hauen. Ja, ich bin jetzt da. Gut, ich dann... Also, du bist dran gestürmt, das heißt, du bekommst deinen Vorteil, drehst du bitte auf 1. Was? Das ist der da. Richtig. Das heißt, du machst jetzt eine Probe, Nahkampf, Zweihänder. Mit 10 ja. Bonus. Also 63 statt 53 heißt Bonus. Ja. Okay. Das sollte klappen. 85. So, wie viele Zehnerstellen sind dazwischen? Zwei. Nur Pest und Cholera, noch im Elend. Boah, nein. Das 7. Der Hund düppt sich. Ah, nee, so wird das ja nicht gerechnet. Ach, scheiße. Du könntest jetzt ein. Oh, könnte ich? Was könnte ich? Glückspunkt ja, ausgeben. Ja, mache ich. Ja, aber, ich hab, aber er hat eine 16 gewürfelt, ne? Also, eine 16? Achso. Der ist 3 drunter, das heißt, du müsstest irgendwas unter 20 würfeln. Stimmt. Warte. Macht keinen Sinn. Oder Reroll? Macht keinen Sinn. Kein Sinn, okay. Weil er trotzdem ausweicht. Ja, okay. Müsstest du quasi unter 16 würfeln. Nee, unter 20 müsste sie würfeln. Sie müsste 4 Erfolgsgrade haben, damit er also mit seinen 3 dann... Ja, ist zu hart. Torfstecher. So, ich kann es mir aussuchen. Haha, ich stürme nach vorne. Ich habe gesehen, wie er schwer verletzt wurde. Gib ihm den Rest. Wobei, sie kriegt auch noch plus 20 zusätzlich, weil sie zu zweit sind, ne? Aber das reicht trotzdem nicht bei einer dann, 85. Dann haben wir 65, da bin ich immer noch 2 Punkte drüber. Ja, und der ist 3 drunter. Eben. Aber es würde ihm plus 20 geben, ne? Genau wie er jetzt auch ja, plus 20 kriegt. Aber es bringt leider nichts. Zu sehr verkackt einfach. Da hilft das auch nicht mehr. Ja. Stürze, Kreatur! Jawohl. Das sieht gut aus. Das ist kein Bade. Das stimmt. Woran merkst du das? Oh, er hat nur 1 gewürfelt. Oh. Wie viel hast du denn? Vielleicht hast du ja, du hast ja immerhin plus 30. Ich habe plus 4. Du müsstest auch plus 4. Warte mal, ich hätte jetzt. Nee, 5 habe ich sogar. Weil ich hätte 83 durch die 30. Nicht. Ja, dann bist du bei 5, dann hast du ihn getroffen. Das ist 83? Ja, plus 30, ne? Müsste doch haben, oder? Ach so, ja. 3, 20 ja. Vom, von Überzahl und 10 von Vorteil, ne? Achso. Wer ist ja. denn das neben mir? Hendrik. Ich. Okay. Kesselflicker. Also, du hast wie viel? 3 Erfolgsgrade. Das heißt, du kannst jetzt entweder deine Erfolgsgrade nehmen oder die Einsatzstelle, um Schaden zu verursachen. Die Einsatzstelle. Wobei, müssen wir fast gar nicht ausrechnen. Also die Differenz war nur 1 Erfolgsgrad, ne? Ja, also es ist nur die Differenz. Die Differenz war 1 Erfolgsgrad oder du nimmst durch Damaging die Achterstelle. Ja. Dazu wahnsinnig viel. Wo triffst du denn? Linke 80, wer links. Die arme Sau, ey. Also. Das fällt doch gleich ab. Ja, es fällt ab. Also mit einem schwungvollen Hieb grenzt du das Bein ab. Oh! Der Tiermensch landet im Dreck und kreischt verwundet. So, du bekommst durch einen erfolgreichen Nahkampftest einen weiteren Vorteil. Ja. So, jetzt kann ich doch gleich den nächsten... Richtig, wir sind in der Deathblow-Arena. Das heißt, du darfst dich in die Position bewegen, die er vorher eingenommen hat und stehst an einer Mutanten dran. Hau ihn weg. Komm, ich will mal einen Patzer sehen. Ah. Ja, kein Patzer, aber... Die 88 ist nicht rein, ne? Ich verfehle... Na, vielleicht ist er noch schlechter. 3 Negativgraden. Hast du deine 2 Erfolge dazu gezählt? Also deine 2... Plus 20, also achso, nein, dann ist nur ein Negativ. Genau. Mutant! Mutant verfehlt mit 3. Ja! Wie viel Erfolg hast du? 2, genau. Da bin ich wieder die eine Stelle. Dann triffst du wieder mit... dann kannst du die einer Stelle nehmen, den 4. Plus 5, das sind 9. Was hast du plus, Stärkebonus? 3 sind 12. Hast du nicht nochmal die Blow? Ich hab nochmal die Blow. Du machst doch einen Schaden. Dann sind es. Ja, ein mehr. Welcher war denn das? Das muss. Tentakelarme. Geht durch den zweiten Angriff noch irgendwie der Vorteil runter? Also das war der mit den Augen, das war der mit den Federn und bei den beiden hast du es noch nicht gesagt. Das war jetzt Tentakel. Warte kurz, also wo waren wir denn jetzt? 13 Schaden auf Körper bei Tentakel. Hm. 13 Schaden. Da ziehe ich Toughness ab. Dann bleiben noch 10 übrig. Ja, schwerst getroffen. Also das Großschwert fegt einmal über seinen Körper und eine klaffende Wunde bleibt übrig. Die Tentakel zucken wild in alle Richtungen. Kriegt er schon wieder jetzt einen Erfolg? Weil ich den jetzt getroffen habe, ne? So, 3. Ah, die sind 3.
Torfstecher. War noch dieselbe Runde. Die Mutanten sind drin. So. Die sind bei 30, also ich hatte 32, ne? So, Wegmeister. Ja. Ich werde mal. Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr zu zweit da den Typen da schafft, ne? Ich werde mal verhindern, dass euch noch einer in die Flanke fällt und hier zu dem hier stürmen. Geht das, oder? Ja. Ja. Und dann haue ich ihn mal. Könnt ihr mal mit dieser. Ah, ne, dann müsste ich ja. Wenn ich jetzt diese andere Haltung benutzen wollte, dann hätte ich das vorher sagen müssen und dann wäre ich jetzt automatisch Letzter, oder was? Also, dann wäre ich als Letzter nochmal dran gewesen, wenn ich jetzt Mordhau machen wollte. Also, du wärst dran, du sagst, du wechselst auf Slow. Deine Nahkampfwaffe ist low und dann würdest du erst ganz einfach. Okay, nee, ich mach das so nochmal. Ach, das war wieder. Ganz knapp am Patzer vorbei. Also, wenn ich damit treffe, dann eher nicht. 12. Der Mutant wehrt deinen. Ich glaube, ich habe eher Schlag auf dich. Nein, bitte. Wir haben hier, mein Würfel. Ich merk's schon. Würfel ziemlich gut. Nimm den mal weg. So, der Hundemutant ist dran. Er verliert seinen Erfolg am Ende der Runde. Und er versucht, den zu beißen, der vor ihm ist. Mhm. Also ich dachte, man verliert ihn nicht sofort, ja? Am Ende der Runde verlierst du automatisch deinen Erfolg. So. Hey, das habe ich auch gewürfelt. Durch die große Waffe geht das auf 35 runter. 61, das ist dann Elendor, sind das minus 4. Minus 3. Keine Chance. Also, gut. Also wie gesagt, es kommt wirklich immer darauf an, was sind die Erfolgsgrade und ihr müsst gucken, ob irgendwo ein Pasch ist. So, die Mutanten. Mentana war schon. Tentakelmutant. Der Tentakelmutant schlägt mit seinen beiden tentakeligen Armen. Komm schon, du Widerling! Nach Torfstecher. Links, rechts, Kombo. Oh, ey, der würfelt. Also, ja, ne? Ein guter Würfel, muss ich sagen. Eine 3 hat dadurch 3 Erfolge. Wow. Ah, oh, das schaffst du. Oh! Ja, locker. 30. Allerdings nur 2. Du musst. Okay, das sind 5. Sehr gut. Das war der erste Tentakelarm. Du steigst sogar deinen Erfolg noch plus 1, weil du erfolgreich einen Nahkampf das durchgeführt hast. Oh, das ist schon. Dann wird es schon sehr schwierig, ihn zu treffen irgendwann. Ich habe ja abgewehrt. Ja. Ist dann sein Vorteil weg und ich krieg einen? Nein, du kriegst aber einen. Du bekommst einen Erfolg für einen erfolgreichen Nahkampf. Ja, wenn man eine Probe nicht erfolgreich verliert. Und wenn man mit Not gegen Elend gewonnen hat? Seine Vorteile. Ich glaube. Ich dachte. Ja, hast du gesagt vorhin, ne? Also wenn man Zustände kriegt und wenn man eine Probe nicht schafft. Zustände. Zustände kriegt. Sekunde. Ja. Also sonst lass es, aber können wir nachher mal gucken. Ich glaube fast, das ist sogar so. Also ich weiß bei Schaden und bei Wunden immer. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja derweil ein bisschen nachdenken. Die Kampfhaltung selber war ja eine freie Aktion, ne? Ja. Sonst guck, mach mal weiter und guck, kannst du dir. Gleich ganz kurz. 1, 6, 4, Advantage. Alles verlieren, sobald man eine Probe nicht schafft. Oh, dann habe ich den Vorteil nicht. Wer hat denn zwischendurch was nicht geschafft? Ich hatte auch. Also, er hatte eben auch. Seine Vorteile sind auch weg. So, wo waren wir denn gerade? Der zweite Tentakel greift an. Genau, der zweite Tentakel. Der zweite Tentakel hat eine 8 gewürfelt. Das ist eine 80. Stimmt. Ja gut, das kannst du gar nicht. Kannst du gar nicht, nicht schaffen. Er könnte, gut, du könntest Patzer würfeln, ne? Nee, er hat einen Crit gewürfelt. Aber nee. Doch, was hast du denn gewürfelt? 71. Ich habe keinen Crit gewürfelt. Okay. So, ich habe 2 mit 5. Nee, mit 6 sogar. Ja, das. Ich bin jetzt 2 drüber, 4. Maximal Vorteil. Maximal Vorteil, ja. Ist jetzt der Dings weg? Der geht sogar hoch, oder? Ach so. Ach so, wenn der andere noch schlechter ist, geht er auch hoch. Okay. Also, wenn du eine vergleichende Nahkampfprobe erfolgreich absolvierst, geht er dann hoch. So, warte, wer war jetzt? Mutant war, Nintendo war schon. Die anderen beiden Mutanten sind. Mhm. Die stürzen sich beide, zuerst der eine, auf Torfstecher. So, macht einen Sturmangriff. Hat dadurch ein Advantage von 1, benutzt das Advantage aber, um zu fliehen. Oh,
um quasi unter deinem Schwert durchzutauchen. Na. Und auf kürzere Entfernung mit dir zu kommen. Hat dadurch keinen Nachteil mehr und deine Waffe zählt nur noch als improvisiert. Das heißt, wenn du gleich dran bist, musst du entweder deine Waffe wechseln oder deinen Griff wechseln. Den Griff wechseln wollte ich sowieso. Gut. So, wer war denn das jetzt? Fleisch fällt in Stücken ab. Fleisch fällt in Stücken ab. Nörgel. Ja, das ist Nörgel persönlich. Nörgel persönlich mit 3 Misserfolgen. Ja, ich habe 6 Erfolge. Sehr gut. Alles gut. Easy. So, der andere Mutant stürzt sich auf. Wer ist das? Sechs. Mich nicht. Wegmeister. Und benutzt auch, seinen Advantage, um näher an dich ranzukommen. Ja, ich fall 6. Ein Misserfolg. Oh, 18. Jetzt kriege ich einen Vorteil, ne? Richtig. Also geschickt wehrst du den Schlag ab. Ich glaube, bei uns war noch nichts passiert, oder? Oder war schon bei uns? Ich bin jetzt noch dran. Der Hund hat versucht zu beißen. Genau. Der ist schnell. Kesselflicker. Genau. Gut, ich habe ihn ja noch in optimaler Distanz. Ich habe den Waffenbonus gerade vergessen. Egal. Das hier waren alles 2-1 Aktionen. Stimmt, aber ich hatte eine 18, also der hat mich trotzdem nicht getroffen. Ja. Ich triffst aber auch nicht. Bei mir ist 80 und so. 6. Kesselflicker. Ich mache einen Überkopfschwinger und mit 3 Erfolgsgraden treffe ich ihn. Nee, ich krieg plus wie viel noch für die Überzahl? Plus 20. Und dann sogar 5 Erfolgsgrade. Gegen den Hund. Mhm. Der Hund. Beiß sie, Ernie, beiß sie! Der Hund hat 1 Erfolgsgrad. Mhm. Das heißt, ich habe 4, dann mache ich ihm 12 Schaden. Und zwar 0,3 Kopf. 12 Schaden auf den Kopf. 8 und 1, 7. War jemand eine Melone mit einer Axt gespalten? So sieht das jetzt aus. Na, er steht noch. Nächste Runde von Hobel. Mhm. Der Vogel. Mensch, ist ja mal in Reichweite gekommen. So, ich kann jetzt hin schreiten. Stürmen wahrscheinlich nicht. Was habe ich dir gesagt? Pistole ist der Vogelmann, genau. Ja, der bei mir ist da. Oh, den würde ich machen, ja. Wie zählt das jetzt? Zählt das jetzt als jeweils 1-1 oder quasi, dass die beiden gegen mich und... Ich würde sagen, es ist jetzt ein Knäuel mit gleicher Anzahl. Okay, also ohne Überzahlbonus. Ohne Überzahlbonus. So, ich hatte von letzter Runde 2 Vorteile. Das sinkt auf einen oder passiert irgendwas mit? Und hier ganz weg. Du hattest einen Vorteil. Was hast du getroffen? 2 Vorteile hatte ich. Hast du getroffen? Nein, die gehen nicht weg. Die sind da. Ja, okay. Wenn du getroffen hast, dann... Und ich treffe. Boah, 6. Der Vogelmann. Oh, das dürfte richtig viel werden. Ich glaube, den haust du weg. 5 mit 7. Sind minus 5. 12. Das wäre 12. Herzlichen Glückwunsch. 21 Schaden. Auf den Körper. 17 plus dein Stärkebonus. Was jetzt? 20 oder was? 20. Was hast du? Stärkebonus 3? 4. 21. 21 minus Toughness 3. 18, der dürfte weg sein. Blut am Nebel vermischt sich mit dem Regen. Ja, welche Zone? Körper. Ja, du zerteilst den Federmutanten in 2 handliche Stücke, die beide getrennt zu Boden fallen. Todesschlag! Das heißt, erstmal geht's hier einen hoch und ich kann weitermachen. Ja. Ja. Kann ich mich noch suchen, wenn ich den hier noch treffe? Nein, du darfst dich an die Stelle bewegen des Gegners, den du totgeschlagen hast. Ja, das reicht doch, oder? Nein, kannst du den anwerfen? Du kannst den anwerfen. Na gut. Dann soll es Montana sein. Ich hau ihm die Augen ab. Plus 20. Also aber immer noch kein Patzer und noch kein Crit. Minus 1, das ist so weit. Kannst du dein Glück versuchen? Ich wollte deinen Wurf ab. 25? Da würde ich doch das Glück. Das ist ein Erfolgsgrad. Ja, guck, Erfolgsgrad schlage ich locker. Das ist auch ein Erfolgsgrad. Das heißt, trifft er oder trifft er nicht? 0 ist pariert. 0 ist pariert, na gut. Dann ist der Vorteil weg, den du hast. Dann sind die komplett weg. Ja. Okay. Der Hund. Du bist in Überzahl. Stimmt, mache ich 2. Dann hätte er eben getroffen, dann hätte er 2 Erfolgsgrade gehabt, ja. Schlimm.
Achso. Dann kannst du wieder den 8er benutzen bei deinem Wurf. Genau, 8 plus 9 sind 17. Auf ist die 87. Mit einem Schlag weg. Das könnte das nicht gebeurt sein. Sehr beliebte Operation. Der ich Stück weiß schon, warum das als Rüstung, warum es das als Rüstung gibt. Vorausschauend gedacht. Jetzt endlich, nach 4 Monaten Grundausbildung, erkennt ihr, dass das, was eure Ausbilder euch erklärt haben, durchaus Sinn macht. Ich glaub's immer noch nicht. Ja, mit einem lockeren, mit dem Oberhau, mit einem klassischen Zornhau hat er den ersten Tiermenschen zersäbelt. Mit dem folgenden Unterhau von links unten schneidet er das linke Bein des anderen Mutanten durch. Und Mantenna landet im Staub, also im matschigen Feldweg und schreit. Wie kein Mann schreien sollte. So, es gibt aber keine, du kannst dich in Kontakt bewegen, aber es gibt keinen, den du noch an Deathblow verpassen kannst. Mantenna wäre dran. Mantenna schreit. Kleinkrug. Ja, nochmal das gleiche. 69, das ist also wieder minus 1. Der Vorteil ist ja weg, ne? Du hast, ihr seid in Überzahl, plus 20. Achso, ja, dann bin ich plus 1. Wer ist denn das? Doggy. Doggy hat 3. 18 hat er gewürfelt. Ach. Dann sind Erfolge weg, falls du welche hattest. Und die waren eh schon weg. Und der kriegt rein. Torfstecher. So, ich wechsle in die defensive Stellung. Ja. Was war das? Plus 10? Plus 10 beim Verteidigen. Genau. Und verwundet hast du immer noch. Ja. So. Welchen? Ja, der, der nah dran ist, ne? Sonst macht's ja nicht ja. Den Wechsel. Das sind dann 3. Vorteile? Musst du noch dazu wechseln? 8. Muss ich mal hier hinlegen. Mhm. 2. Wenn man mal bei den Vorteilen ist, dann läuft's. Wenn's läuft, dann. So, er kriegt aufs Maul. Ich nehme die. Kannst du die 8 nehmen, weil es verwundet ja, immer noch die ist? Die 8. Plus 5 sind 13. Plus 3 sind 16. 16. Mächtiger Schlag 17. Moment, welcher war dann das? Das war Tentakelmann. Machen wir plus 1. Tentakelmann hatte ja nur noch 2 Wunden. Dann sag mal einfach, wohin? Es ist das linke Bein. Wenn dann jemand irgendwann mal langkommt, was ist denn hier passiert? Alle linke Beine amputiert. Das war der Beinritter. Gruppe Hellgrau hat eine klare Trefferzone. Ja, auch du trennst das linke Bein sauber am Kniegelenk. Sehr schön, ich werde mein langfristiges persönliches Ziel jetzt neu formulieren. Linke Bein. Ich sammle jetzt linke Beine. Das ist mal zack, zack. Genau, du kannst. Zack. Ja. So, dein Trommel. Advantage steigt auf. Ja, ich hab Maximum. Maximum. Ja! Toll, das sind in dem Fall 7. Ist nicht das linke Bein getroffen. 2. Diesmal leider nicht. Du hast den Kopf getroffen. 3, genau. Diesmal ist der Kopf. Zählt die 0 denn als beim Verwunden? Als 0. Okay. Gut, dann nehme ich jetzt. Was hat er? Dann zählen wir auch ein bisschen. 2. 2. Dann zählen wir, geht ja nicht, dann wär's ja die nächste. So, ich hab 7, also 5. Dann nehme ich die. 5 plus, ich kann es mir gar nicht merken, 8 war es, glaube ich, in Summe, was ich hier habe. Ja. 5 plus, genau. Plus das ist ein mächtiger Schlag, wenn du den noch hast, dann bist du bei 9. 9, ja? Nee, 14. 14. Jetzt kommt so, Toughness runter, Rüstung runter. Jetzt bist du bei 10. Du schlägst 10 Wunden. So, wer war gerade dran? Torfstecher. Wegmeister? Jo. Komm, ich geh mal hier. Ich wende mich mal um und stürme zu dem hier. Dann habe ich wieder einen Vorteil. Schlage normal zu. Nein, hat er davon verteidigen. Schade. Fast ein Crit. Er hat sich vorhin einmal erfolgreich verteidigt. Mhm. Ja. Was bist du, 12? Damit habe ich, warte mal, ich habe jetzt plus 40 habe ich jetzt von der Überzahl, ne? Bei 3 Leuten. Ja, gut. Dann habe ich. 9 Erfolgs gerade. 106. 106. Von 106 bis 12 sind wie viele? 10 oder 9? Das ist nur die 10er Stelle relevant, also 9 Erfolgs gerade. Okay. Ich habe. Du hast eine 6 gewonnen. Der Wirbel ist echt gut. Mhm. Ja, dann bleiben 5 übrig. 5 plus 5. Nee, warte, ich habe 5. Ja. Ich habe noch einen Advantage. Mhm. Okay, dann bleiben 4 übrig.
5 plus 4 sind 9, plus 3 sind 12, plus 1 sind 13. Für den Hund. Das sollte reichen. Achso, anstelle 21. Das ist zur Abwechslung mal... Linker Arm. Das ist aber echt so. Wann trifft man denn mal den Rücken? Haben wir unsere Ziele vergessen? Ja, du führst einen Zornhau gegen seinen linken Arm durch, schneidest den Muskel von oben bis unten auf und Sophia wird mit arterialem Blut bespritzt. Ich war ja eh schon nass. Ich treffe ihn von rechts auf den linken Arm, das ist auch nicht schlecht. Das ist Fähigkeit. Außerdem passt es zum Motto der Karoburger, badet in ihrem Blut und vergießt Unmengen mehr. Du hast durch den Körper durchgeschnitten, um an den Arm genau. zu kommen. Hatte der schon Schaden? Ich glaube ja, ne? Ja, der hatte ja, schon Schaden. Dann ist er auch kaputt. So. Bleibt noch ein Mutant. Das war Wegmeister. Der letzte Mutant muss mal einen Besonnenheitstest machen. Der schafft 11. 11. Crit, der erste Crit. Das heißt, er sucht sein Heil nicht in der Flucht. Jetzt geht's los. Das ist nicht besonders besonnen. Jetzt ist er endlich allein. Jetzt genau. kann er. Vor allem, er kämpft gegen jemanden, der 5 Vorteile hat, ne? Was will er da machen? Er schlägt nach Torfstecher. Selbst wenn du eine 100 würfelst und er eine 1 trifft er dich nicht. Oder? Nee. Ja, geht auch noch plus 10 durch meine Defensiv. Ja. Vielleicht treffe ich ihn kritisch. Nee, aber du wärst kritisch ab. Ich wäre kritisch ab, ja. Minus 4. Ja. Würfel mal einen Crit aus. Ich habe plus 4. Stimmt, jetzt könnte er ihn einen verpassen, ne? Weil er hat beim Parieren einen Crit gewürfelt, ne? Du hast einen Crit gewürfelt. Ja. Dann, was ist denn das für eine Trefferzone? Das wird extra ausgewürfelt. 66. Nein. Vielleicht. Ja. Das ist ja beim Crit ist ja immer, also die Stellenvertauschung macht beim Crit ja nicht so viel. Ja, aber es gibt trotzdem an, wo die, welche, auf welcher Tabelle zu würfeln ist. Das für den Körper. Okay. Ja. Dann machen wir einen Körpercrit. Dann nimm mal einen W100. Wenn ich gleich die Crit-Tabelle würfel, finde. Ja, guck mal. Oh, das sieht gut aus. Da könnte er passbar drauf gehen. Wenn er durch den Schaden nicht sowieso stirbt. Er kriegt ja keinen Schaden, zwei Verteidigung. Critical Hit Location, so. 310. Ach, dann kriegt man keinen Schaden, sondern nur so einen kritischen Treffer? Doch, doch. Es gibt auch, also viele kritische also Treffer genau. haben noch Bonusschaden. Nicht so viel, aber ich glaube, die Kriterien brauchen wir mal extra. Die machen Sinn auch. Wobei wir jetzt wirklich, das war jetzt der erste, ne? Also bei den ganzen Würfeln, die wir hier gemacht haben, das... Und mit Advantage war ja auch die Chance relativ hoch schon, ne? Krit zu kriegen, also das heißt, ja. aber 10% Chance hatten wir schon. Wenn du dann die andere Haltung nimmst, dann kannst du es auf 20% steigern. Das sind die Crit-Tabellen. Oder auf... Ja, nee, doch, oder? Ja, jede 10er-Stelle wäre dann auch mal ein Crit, genau, ne? 20% Chance, ja. Bei plus 50 ist er ja über 100, ne? Genau, du bist eben. Ja bei plus 50 über 100 mit dem Nahkampfwert, ne? Ach ja, 96 bis 100 ist eh immer daneben, ne? Ah, okay. Achso, ja genau. Vergessen, 96 bis 100 ist immer Fehlschlag. Das heißt, er hätte, okay, dann... 0 bis 5 ist immer gewonnen und man kann eigentlich nicht über 100 haben. Jede 10er-Punkte, die man über 100 hat, gelten automatisch als plus 1 EG. Ah, okay. Das heißt, wenn du gegen 115 würfeln musst, würfelst du quasi gegen 100. Bei 96 bis 100 schaffst du es nicht und du hast immer plus 1 EG. Mhm. Wenn ich doch mal die Tabelle... Ah, Twisted Knee, das sieht doch gut aus. So, Body Critical, was hast du gewürfelt? 83. Major Chest Wound. So. Du schlägst ihm eine signifikante Wunde in den Körper und teilst Haut von Muskeln und Sehnen. Der Mutant bekommt 4 blutend Konditionen. Den können wir ruhig weglaufen lassen, der kommt maximal 3 Meter weit. So lange, bis er eine Surgery, bis sich jemand mit Surgery um ihn kümmert. Wir brauchen unbedingt irgendjemanden in unserer Gruppe, der das kann. Wenn einmal so ein Crit kommt... Außerdem dann, kriegt er so oder so noch 4 Wunden, die durch nichts aufgehalten werden. Also du schlägst einmal quer durch den Unterleib des Mutanten und seine Innereien, Blut und alles, was da sonst noch drin gewohnt hat, flattert hier vor die Füße. Sehr gut. Wieder mit dem Mut. Ah, so, werte Herren und Damen,
So. So macht man das. Und in der Krit-Region würde ich aber tatsächlich nochmal nachlesen. Ich meine, wir könnten ihn mit Tierpflege lassen. Sonst den Kopf treffen zum Beispiel. Wir könnten ihn mit Tierpflege lassen. 01 bis 09 und den kannst du bei Krit ja nicht erreichen sonst. Aber das hat er nicht verdient. Ja, ist ja nicht wichtig, aber guck mal nach. Wenn es keine Krit-Tabelle für den Kopf gibt, dann kann das ja sein. Gibt es Kopf. Es wird beim Krit ausgewählt. So wie auch jede Krit-Tabelle, sobald man eine 100 würfelt, ist das Insta-Kill. So, um euch herum kriechen und kräuchen die noch halb im Sterben liegenden Mutanten und Tiermenschen? Nee, nichts da. Heretiker und Mutanten kommen mir nicht ins Haus. Ich werde denen einen Abgang verschaffen. Ja, ihr benutzt eure Großschwerter, um dafür zu sorgen, dass die garantiert nicht mehr die nächsten 10 Sekunden überleben. Während ihr noch dabei seid, hört ihr aus dem Tiefen des Waldes weiteres tierisches Gebrüll und Geheul. Und ihr ahnt, dass sich weitere Tiermenschen im Wald aufhalten. Wo sind die Ochsen und der Captain? Noch safe oder irgendwie schon angefressen? Nee, der Captain hat sich im Hintergrund gehalten. Aber es ist schön, dass du meinen klimatischen Cliffhanger unterbrichst. Denn der Bildschirm wird schwarz. Oh nein. Fantasy ist eine Gemeinschaftsproduktion von Warhammer Online und dem Greifenklaue-Blog. Warhammer und das Warhammer-Rollenspiel und alle offiziellen Personen und Charaktere sind geistiges Eigentum und eingetragene Warenzeichen von Games Workshop und der Ulysses Spieleverlags GmbH und wurden ohne Genehmigung genutzt. Alle Rechte verbleiben beim Eigentümer. Sprecher: Christoph Memmert. Logo und Cover: Kai Oerschges. Regie und Produktionsplanung: Florian Schulz. Die Musik ist von der Gruppe Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Der Großteil der Hintergrundmusik und Kampfgeräusche stammt aus dem Sirenscape Soundboard. Auf sirenscape.com kann eine kostenlose Probeversion heruntergeladen werden. Unterstützt wird Ohrhämmer durch die einzelnen Patrone von www.patreon.com/Ohrhämmer. Durch Ihre Unterstützung von Ohrhämmer können Sie dort auch diese Folge in einer hochauflösenden Version mit einer Komprimierung von 256 Kilobit anhören. Warpstein für die Ohren. Zudem gibt es weitere Boni wie zusätzliche Mitschnitte und Outtakes. Ohrhämmer kehrt bald zurück.